Du hast Trauma erlebt, Gewalt, sexuellen Missbrauch, seelische Verletzung. Und ich weiß, genau so beginne ich viele Videos und ich werde mit Sicherheit auch noch weitere Videos so beginnen, denn ich möchte dich, der du das erlebt hast, abholen. Also nochmal das Ganze. Du hast Trauma erlebt in deiner Kindheit und Jugend, sexuellen Missbrauch, Gewalterfahrung, seelische Verletzung, seelische Vernachlässigung. Und du möchtest, du bist jetzt erwachsen und möchtest ein ganz normales Leben führen. Du wünschst dir vielleicht eine Familie, du möchtest dich selbstständig machen, du wünschst dir einen Partner, du möchtest ein normales Leben führen, was auch immer normal für dich bedeutet. Und du merkst, dass diese Normalität wahnsinnig schwierig ist, zeitweise vielleicht sogar unmöglich oder vielleicht einfach in Anführungsstrichen, dass du ziemlich kämpfen musst, strugglen musst. Auf dieses Thema möchte ich näher eingehen und ich möchte dir erst einmal zeigen, dass das, was du empfindest, was du erlebst, komplett normal ist, warum das normal ist und was mir hilft, beides unter einen Hut zu bringen und was vielleicht auch dir helfen kann. Zumindest wäre das mein Wunsch, dich zu inspirieren, dich zu empowern, dir Rückendeckung zu geben. Also, los geht's! Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Wienke Ursula Schulenburg, Heilpraktikerin, Life Coach und Leiterin des Instituts für bewusste Lebensgestaltung. Und da haben wir es schon. Ich habe eine Vision. Ich möchte etwas auf die Beine stellen. Ich möchte, dass Themen, die mir am Herzen liegen, an andere Menschen weitergeben. Ich habe eine Passion und eine Mission, eine Aufgabe. Ich habe Wünsche und Ziele und Träume. Genauso wie du auch. Auch wenn deine Wünsche, Ziele und Träume vielleicht ganz anders aussehen. Ich möchte irgendwo hin. Und ich möchte etwas aufbauen und das kostet Kraft. Ganz normal. Und dann stelle ich fest, dass ich aufgrund meiner Betroffenheit von diesen Kindheits- und Jugendtraumata, genau, nicht die gleiche Kraft habe, wie so viele andere, die das nicht erlebt haben. Ja, das Ganze ist schon lange her. Ich habe Therapien gemacht, ich habe das verarbeitet, Bücher drüber geschrieben, mache da Videos drüber, habe anderen Menschen geholfen als Therapeutin, den Opferschutzverein gegründet und so weiter und so fort. Und dennoch ist es so, dass ich von mir sagen würde, dass dieses Trauma immer noch auf eine bestimmte Art und Weise mein Leben nicht bestimmt, aber beeinflusst. Da sind immer wieder auch Kontakte zu Menschen aus der Vergangenheit, da kommt dann ein Brief, da werden nochmal Dinge angeregt. Das sieht ja bei jedem anders aus. Und dann merke ich, ups, meine Kraft ist plötzlich auf die Hälfte reduziert. Dann kann man nachts vielleicht nicht so gut schlafen, fühlt sich schlapp, energielos, kann sich nicht motivieren, braucht viel freie Zeit, hat vielleicht nicht mehr die Kraft, zum Sport zu gehen, sich so um die Kinder zu kümmern oder die Hunde oder den Job oder auch Garten, Haus und Hof, Zeit mit Familie, mit Partner und Freunden zu verbringen, wie sonst. Und das, was ich dir sagen möchte, erst einmal, ist, dass das komplett normal ist. Es ist eben nicht so, du machst eine Therapie und hinterher ist alles schicki. Natürlich ist es besser, aber es ist damit nicht weg. Und ja, Wunden verheilen. Absolut. Aber Narben bleiben, meiner Erfahrung nach, zumindest da, wo ich mich gerade befinde, bleiben nach. Ich habe einmal in meiner Jugend einen Sportunfall gehabt, einen Bänderriss, und der ist operiert worden. Alles gut. Und dennoch ist es so, dass wenn ich heute Sport mache, dieser Fuß nicht so belastungsfähig ist. Irgendwann zieht er, schwillt an. Und verstehe mich nicht falsch, ich kann ganz normal laufen, rennen, Gewichte heben, was auch immer. Aber ich merke doch, dass ich bei dem Fuß immer ein bisschen vorsichtiger sein muss. Da ist eine Narbe. Ja, ich habe damit gelebt zu lernen, aber so 100% Gas geben kann ich im sportlichen Bereich nicht. Und ähnlich ist es doch auch mit den seelischen Verletzungen.
Da ist eine Narbe und die zieht. Da ist eine Verletzung, die immer auch noch ausheilen darf. Und das heißt nicht, dass man nicht auch ein ganz normales Leben führen kann, was auch immer normal für einen bedeutet. Es heißt lediglich, meiner Erfahrung nach, dass man noch achtsamer sein muss. Dass man vor allen Dingen noch liebevoller und verständnisvoller mit sich selbst sein muss. Dass man eben nicht genervt ist, wenn die Kraft nicht da ist. Dass man nicht genervt ist, wenn man Pausen braucht. Dass man nicht genervt ist, wenn man vielleicht nicht so belastungsfähig ist wie andere, die eben so etwas nicht erlebt haben. Und wichtig ist für mich und vielleicht ja auch für dich, damit Frieden zu schließen. Ein Bild, was mir dabei hilft, ist, denk mal an einen PC, auf dem verschiedene Programme geöffnet sind. Wie wird dieser PC arbeiten? Natürlich langsamer, weil er muss ja die verschiedenen Programme bedienen. Bei Menschen, die Missbrauch und Gewalt erlebt haben, Trauma erlebt haben, seelische Verletzungen erlebt haben, ist es so, meiner Erfahrung nach, dass eben immer dieses Fenster der Verletzung, der emotionalen Verletzung, auf die eine oder andere Art und Weise geöffnet ist und deshalb eben auch Kraft braucht, Aufmerksamkeit braucht, Energie braucht, wie so ein Side-Task. Und dass deshalb die hundertprozentige Konzentration auf etwas anderes ja so nicht gegeben ist oder schwierig ist. Da laufen immer verschiedene Dinge gleichzeitig, parallel. So, und ich möchte dir gleich sagen, warum das aber auch richtig, richtig, richtig gut ist. Denn wir Betroffene von sexuellem Missbrauch und Gewalt sind nicht die Gestraften. Ja, auf die eine Art und Weise ja, ich glaube, muss man nicht diskutieren. Aber, es gibt tatsächlich auch eine positive Seite des Ganzen und die teile ich dir gleich mit und die finde ich so wahnsinnig wichtig. Aber nochmal zurück zu dem Bild, zum Verständnis. Wenn du auf deinem PC verschiedene Side-Tasks geöffnet hast oder verschiedene Programme, dann ist dieses Ding einfach langsamer. Wenn du beim Mensch ärger dich nicht spielen, ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch kennst, je nachdem wie alt du bist, da gibt es ja 4 Männchen, die bringst du von Start ins Ziel mit Hilfe eines Würfels. So, und wenn du ein Männchen schnell ins Ziel, wenn du die Zahl des Würfels immer nur auf ein Männchen umsetzt, dann kommt das relativ fix ins Ziel. Aber du hast eben mehrere. Du möchtest vielleicht 2 oder 3 von diesen kleinen Spielfiguren ins Ziel bringen. Was heißt das für dich? Du hast ein verletztes inneres Kind, was besonders Aufmerksamkeit braucht. Dann hast du vielleicht eben noch Familie oder du hast noch möchtest etwas aufbauen und so weiter und so fort. Das heißt, die Zahl deines Würfels geht nicht auf ein Männchen, sondern auf 1, 2 oder 3. Hier kommt gerade Fahrradfahrer am Deich vorbei. Ich liebe es, draußen zu sein. Cora hat sich in den Schatten verkrümelt. So, jetzt sind sie vorbei. Das ist mir wichtig, dass du das verstehst, dass es nicht daran liegt, dass du keine Kraft hast oder nicht genug leistest oder nicht genug tust. Du leistest einfach mal ganz locker das Doppelte, vielleicht sogar das Dreifache. Und bist dadurch vielleicht nicht ganz so schnell wie andere. Okay. Und jetzt zu dem Positiven in dieser ganzen Situation. Ich glaube, dass das Leben zutiefst positiv ist. Und das ist, auch wenn wir es nicht immer so empfinden, auch auf eine gewisse Art und Weise gerecht und ausgleichend ist. Denn auf der einen Seite sind wir Betroffene natürlich geschwächt. Keine Frage. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz besondere Fähigkeiten. Dieses Leid, was wir erlebt haben, hat uns ja verletzt, angeknackst. Ich möchte nicht sagen zerbrochen. Es hat uns übel mitgespielt, in Mitleidenschaft gezogen. Aber es hat uns auch feinfühlig gemacht, mitfühlend. Glaub mir. Diese Stärke, die du besitzt, weil du all das überlebt hast, weil du es nicht verdrängst, weil du dir das Verdrängte wieder bewusst machst, weil du das aushältst, weil du positiv geblieben bist, trotz dieser Negativität, weil du dich immer wieder einsetzt und so viele Dinge mehr. Genau das macht dich ganz, ganz, ganz besonders. Dieses Leid, was du erlebt hast, hat dich auf eine gewisse Art und Weise auch rund geschliffen, wie die Steine am Meer.
Und dadurch hast du auf einer seelischen Ebene ja auch eine ganz besondere Schönheit. Vielleicht siehst du die gerade nicht. Vielleicht bist du jetzt auch empört und sagst, wie kannst du so ein Bullshit reden? Ich fühle mich richtig scheiße oder ich bin vielleicht sogar krank aufgrund des Missbrauchs. Ja, das weiß ich, das sehe ich, das kenne ich auch. Aber auf seelischer Ebene bist du durch das, was du erlebt hast, auch zu einem ganz besonderen Menschen geworden. Du bist besonders feinfühlig. Du gehst nicht einfach achtlos über das Leid anderer hinweg. Du bist mitfühlend. Du weißt, wie es ist, unten zu sein. Du weißt, wie es ist, sich richtig scheiße zu fühlen. Und du hast Mitgefühl. Und das ist nicht normal. Es ist normal, aber du weißt, in unserer Welt ist das eben nicht selbstverständlich, ist vielleicht das bessere Wort. Du hast diese ganz besondere Gabe. Du hast diese ganz besonderen Fähigkeiten. Und du bist, egal was du erlebt hast, ein ganz besonderer, wunderbarer Mensch. Und ich mache das mittlerweile so, dass, ja, ich mit Sicherheit nicht so viel stundenmäßig arbeite, wie vielleicht manch anderer. Es ist so, dass ich mehr Zeit für mich brauche. Die Amerikaner oder Engländer nennen das ja so gerne im englischsprachigen Raum, nimmt man das ja auch gerne Downtime. Also einfach Zeit auch für sich zu haben, sich zu regenerieren. Und ich bin sehr sensibel, ich bin sehr feinfühlig, sehr intuitiv. Und ich arbeite... Zum Beispiel habe ich nicht, wie vielleicht jemand anderes, 6 Klienten an einem Tag. Bei mir ist das deutlich weniger. Dafür ist aber, meine ich zumindest, die Zeit, die ich mit diesen Menschen verbringe, von einer viel größeren Tiefe und Feinfühligkeit geprägt. Es ist möglich, beides unter einen Hut zu bringen. Es ist nur meiner Erfahrung nach möglich auf eine ganz eigene, individuelle Art und Weise. Ist eine Infoserie. Nichts mit Schönheit. Ja, der sagt, ich muss ja sehr schön sein. Ja, vielleicht hat er recht. Schön muss man sein. Vielleicht sollte ich das einfach annehmen. Genau. Schön muss man sein. Sich dessen bewusst sein, was man ist, was man hat, was man erreichen möchte, was man weitergeben möchte. Und zwar auch und ganz besonders auf der seelischen Ebene. Und das tue ich. Bei mir wird man nicht abgefertigt. Ich nehme mir Zeit. Und ja, mein Business ist dadurch kleiner. Und ja, ich wachse vielleicht nicht wie manch anderer, wenn ich mich auf dieser Ebene vergleichen möchte. Aber wachse ich vielleicht auf der seelischen Ebene nicht viel schneller? Auch hier wiederum nur, wenn man sich vergleichen möchte. Ich meine ja. Und das ist mein Wunsch, meine Info auch für dich. Sei ehrlich zu dir. Be true to yourself. Ein Motto, das auf vielen meiner T-Shirts steht. Be true to yourself. Ist es nicht wundervoll, was du leistest? Kannst du das nicht ganz besonders wertschätzen? Du bist nicht McDonald's, du bist ein Steakhouse mit dem, was du anbietest, mit deiner Erfahrung, mit dem, was du erlebt hast. Es ist vielleicht nicht so attraktiv, aber es ist qualitativ, es ist tief, es ist bewusst. Diesen Vergleich übrigens McDonald's und Steakhouse hat ein Kollege von mir früher immer verwendet. Ich mache ja nicht McDonald's, ich mache Steakhouse. Gut, heute lebe ich vegan, der Vergleich hinkt natürlich oder passt nicht mehr so ganz. Du weißt, was ich meine. Es liegt an uns, ob wir uns zu dem stellen, was unsere Werte sind, was uns einzigartig macht, was uns besonders macht. Wenn wir dem keinen Wert geben, wie sollen es dann andere Menschen tun? Wenn wir das nicht achten und Hochachtung vor dem haben, wer wir sind, was wir erlebt haben, wie wir damit umgehen, sondern das wirklich als ein Zeittask sehen, ja, dann wird uns auch genau das zurückgespiegelt werden. Es liegt an uns, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit unserem Schicksal umgehen, aus welcher Perspektive wir das Ganze betrachten. Und wie wir das eben auch nach außen kommunizieren. Ich hoffe, diese Information ist für dich hilfreich. Ich hoffe, du kannst dich in dem einen oder anderen Aspekt wiederfinden. Und ich hoffe, dass es zumindest dadurch dazu führt, dass du verständnisvoller mit dir umgehen kannst, liebevoller. Dich dort abholen, wo du bist und den Weg eben in deinem Tempo gehst.
Und wer sagt denn, dass das Tempo einer Schildkröte schlechter ist als das Tempo eines Hasen, eines Rehs? Es ist das eigene Tempo und genau das fühlt sich gut und richtig an. Und so geht es mir auch. Ich baue ja das Institut für bewusste Lebensgestaltung auf, gebe da Kurse und Seminare, Ausbildung. Und sicher, manch einer schafft das vielleicht in der Hälfte der Zeit und hat vielleicht doppelt so viele Klienten. Ich baue das Ganze auf in meiner Zeit und ich habe genau die Klienten und die Menschen, die perfekt zu mir und zu meinem Weg passen. Genau die Menschen, denen ich wirklich etwas geben kann. Es ist die Qualität des Weges, nicht die Quantität und nicht die Schnelligkeit. Es ist die Qualität deines Weges, deines Lebens. Und das kannst nur du bestimmen. Dazu möchte ich dich ermutigen. Dazu möchte ich dich auffordern. Darin möchte ich dich bestärken. Und glaub mir, dann kommt von außen tatsächlich auch die Bestätigung, dass Menschen sagen, ich will genau zu dir. Egal ob im Bereich Freundschaft, Arbeit, Beziehung, wie auch immer. Ich habe tatsächlich Klienten, Menschen in meiner Ausbildung, die nur deshalb kommen, weil sie sagen, ich will zu dir, weil du genauso bist, wie du bist. Ich kenne dich von YouTube. Ist immer so niedlich. Ich kenne dich von YouTube. Und ich will genau das, was du hast. Ich will genau das lernen, was du für dich lebst. Und glaub mir, mit diesen Menschen zu arbeiten, macht wahnsinnig viel Spaß und ist für mich echt ein Riesenprivileg. In diesem Sinne. Danke, dass du da bist. Danke, dass du für dich kämpfst. Danke, dass du dir auch dieses Video bis zum Schluss angeschaut hast. Und wie immer, wenn dir diese Information geholfen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Du unterstützt damit dieses Thema auf YouTube und in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig möchte ich dich bitten, dass wenn du Menschen kennst, von denen du glaubst, dass diese Information hilfreich für sie ist, dann teile das Video mit ihnen. Und generell, wenn du immer benachrichtigt werden möchtest, wenn ein neues Video von mir rauskommt, dann abonniere gerne diesen Channel. In diesem Sinne, be true to yourself. Das funktioniert am besten. Und dein Tempo ist genau richtig. Bis bald.